Mit einem Klavierkonzert am Beethoven-Denkmal auf dem Bonner Münsterplatz hat der Verein Bürger für Beethoven an den berühmten Sohn der Stadt erinnert. Vor genau 168 Jahren war das Denkmal hier aufgestellt worden. Die Beethoven-Freunde möchten den Gedenktag zur Tradition machen. Schon damals sei das Denkmal nur durch private Spenden finanziert worden. Diese Art der Finanzierung durch Privatspenden sei eine gute Möglichkeit, auch das geplante Festspielhaus zu realisieren, betonten sie erneut. Dem Verein Bürger für Beethoven gehören inzwischen 1300 Mitglieder an.